Hallihallo liebe Leute, ich bin Akumi Jensen zu Socks Let's Plays und Crazy Talk Videos. Ja, heute geht es mal wieder ein Update. Ich glaube, das letzte Update ist eine Woche her. Auf jeden Fall war es jetzt ein bisschen länger kein Update mehr gekommen gewesen, also Talkrunde mäßig. Und ich habe mir gedacht, hey, ein Update muss jetzt auf jeden Fall mal wieder sein. Und ja, ich nehme jetzt einfach mal über meiner Gamecatcher auf, über WeCentral 4, Ava Media. Und ja, was gibt's denn so Neues? Ich habe ja eigentlich vor ein paar Tagen, glaube ich, ein Update aufgenommen gehabt, und habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich nicht so wirklich so geil und so. Da habe ich irgendwas angekündigt und dann habe ich gedacht, ey, Alter, hast du doch gar keinen so Bock drauf. Und dann ist das Update bzw. die Talkrunde dann auch in dem Fall dieses Video für den Arsch gewesen. Tja. Für Leute, die vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ich habe einen Zweitkanal, der heißt wie heißt denn nochmal? Scheiße. Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, aber ich gucke nur ganz kurz mal drauf. Der heißt Akumi Gameplay Live. Da werde ich Livestreams machen ohne Kommentar, ohne Mikrofon, einfach nur ein Gameplay zocken. Und ihr könnt es genießen. Und ja, vielleicht wollt ihr auch lieber einen Livestream lieber sehen, wo ich auch kommentiere und dabei zocke und so. Kann auch gut möglich sein, dass ihr vielleicht mal Reaction-Videos oder so sehen wollt. Da habe ich zum Beispiel noch gar keine Umfrage dazu gemacht gehabt, ob mein Livestreams zum Beispiel Gameplays eher sehen will oder Reaction und sowas. Da könnte ich es natürlich gut einteilen fürs nächste Mal. Jetzt werde ich erstmal soweit nichts ankündigen, was heute so angeht. Zum Beispiel, ich habe ja normalerweise eigentlich, sagen wir mal, sollte jetzt endlich mal das Video kommen, mein Leben, die Story. Da habe ich auch nochmal nachgeschaut gehabt, da hat es jetzt nichts weiter mehr verändert bis jetzt. Und naja, mein Leben, die Story wird wahrscheinlich jetzt nicht lange gehen. Also ich würde sagen, mein Leben, die Story für den dritten Teil, die paar Sachen, die jetzt da sind, das sind immer so Sachen, die man zum Beispiel, also mehr so Sachen, die man eher ein Update zum Beispiel sagen kann, weil nur eine einzige Sache, muss aber zugeben, eine einzige Sache, so wie zum Beispiel jetzt, was da abgestimmt wurde, ist, ob ich schon mal eine Brille getragen habe. Trägst du eine Brille oder hast du mal eine getragen? Das ist eine einzige Sache. Das ist eine einzige Sache, die ist natürlich verdammt schnell geklärt. Und mein Leben, die Story Projekt sollte mindestens 15 Minuten gehen oder vielleicht sogar 20 Minuten. Daher wäre es normalerweise für so ein Projekt besser, wenn mindestens 2 bis 3 Sachen über mein Leben eben geht. Habe ich gekifft? Habe ich schon, wieso habe ich mit dem Rauchen angefangen? Alles ist da drin vorhanden. Ich glaube, das nächste Mal packe ich nicht die Sachen rein, wann kommt ein neues Infovideo oder wann müsst du streamen mit deinem Bruder und so. Das habe ich einfach nur so als Joke gedacht, aber dass da direkt Leute mehr auf diese 2, 3 Sachen draufklicken, habe ich jetzt nicht so gedacht. Damit hat sie im Prinzip das so geschafft, dass mein Leben, die Story, der dritte Teil,
noch nicht kommen kann. Naja, aber auf jeden Fall, das mit der Brille werde ich jetzt in diesem Video beantworten, denn das ist nur so etwas Kleines und ja. Normalerweise hat es überhaupt gar keiner abgestimmt gehabt. Der Einzige, der das abgestimmt hat, diese Frage, war ich gewesen. Ich habe mir einfach gedacht gehabt, hey, da muss eins kommen von meinem Leben, die Story wenigstens. Aber dann habe ich mir noch die Tage so überlegt gehabt, nee, wenn ja kein anderer mehr da abstimmt, dann bringt es nicht viel. Dann ist es 5 Minuten mein Leben, die Story und zack. 5 Minuten ist mir so wenig. Es muss wohl ein bisschen mehr sein. Und das weiß ich nicht. Wollen die Leute nicht unbedingt wissen, was bei mir so abgeht? Oder haben die Leute vielleicht einfach... Oder habt ihr vielleicht einfach... andere Fragen, als jetzt, wieso ich mit Rauchen angefangen habe und sowas. Vielleicht gibt es ja komplett andere Fragen. Kann gut möglich sein. Das heißt in dem Fall, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Da werde ich mir daraus was, wie sagt man, zusammenpicken und dann als mein Leben die Story Projekt machen. Ich hoffe, dass es dann so funktioniert. Wenn es so nicht funktioniert, dann mache ich vielleicht, sagen wir mal, wenn bis Sonntag da nichts möglich kommt mit irgendwie Fragen für diesen Projekt, dann werde ich eine Umfrage nochmal starten und jo. Ja, dann weiß ich vielleicht ein bisschen mehr da. Aber auf jeden Fall erstmal schreibt in die Kommentare, falls ihr eigene Fragen dazu habt, als jetzt irgendwie so wessische Fragen, wo ihr vielleicht gar nicht stellen wollt, die ich da zur Verfügung gestellt hatte. Deshalb einfach mal in die Kommentare, ich werde es in mein Leben, die Story, beantworten. So, jetzt kommen wir mal zu der Antwort, die schon mal... Ich, die könnte mal eigentlich in mein Leben die Story einbauen. Aber das würde man einfach mal sagen, könnte vielleicht interessant werden. Junge, wie sieht es aus? Mit Brille? Ja, ich trage normalerweise eine Brille. Aber... ich trage die momentan immer nur auf der Arbeit. Normalerweise möchte ich die den ganzen Tag tragen. Ich habe die aber jetzt echt eine lange Zeit zu Hause nicht getragen. Also wenn es jetzt zum Beispiel Wochenende habe ich zum Beispiel dann überhaupt nicht getragen. Es sei denn, ich war bei jemandem zu Besuch, dann habe ich die Brille angezogen. Wie zum Beispiel meinen Vater zu Besuch, dann habe ich die Brille angezogen und bin wir sind losgefahren. Und ja, ansonsten normalerweise trage ich die nur auf der Arbeit. Und wenn ich Urlaub habe, also frei habe, dann habe ich die Null getragen. Ist eigentlich nicht so gut, weil es kann gut sein, dass ich es vererbbar habe von meiner Mutter, also meiner leiblichen Mutter. Weil ich rede ja öfters mal über meine Stiefmutter und... meine leibliche Mutter hat eben grauen Star hat sie schon gehabt, wurde natürlich weggelasert schon bei ihr. Und das kann sehr früh kommen, wenn man die Brille nicht oft trägt oder vielleicht überhaupt nicht trägt, kann es viel früher kommen. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, also ich habe mir heute mal vorgenommen gehabt, dieses Video zu machen und ab diesem Video jetzt jeden Tag die Brille zu tragen. Das heißt, ihr werdet mich jetzt mit einer Brille
immer sehen. Ein bisschen ungewohnt, ne? Akumichi 21 mit Brille. Sind sie mal ohne Brille, aber diesmal bist du ein Professor, Alter. Yo. Ey, erst sehe ich ein bisschen cool aus und dann sehe ich aus wie so ein Nerd, Alter. Oh Mann. Na gut. Eben mit Brille ist einfach besser für meine Augen. Vor allem muss ich auch Brille tragen. Desto mehr ich Brille nicht trage, desto schlechter sehe ich es als meine Brille. Momentan sehe ich zwar noch gut, aber ich merke, wenn ich, sagen wir mal, ich gucke auf meine Facecam. Ihr seht, dass ich auf die Facecam schaue. Und ich habe eine Logitech Facecam. Wenn ich jetzt ohne Brille schaue, okay, kann man noch lesen, Logitech. Und wenn ich ohne Brille, habe ich gesagt, ohne Brille schaue, ja. Okay, ohne Brille schaue, Logitech. Kann man auch gar nicht noch lesen, wenn ich mit Brille lese. Kann ich es ein Ticken besser lesen. Das heißt, Brille ist besser. Brille ist definitiv besser. Aber ich sollte vielleicht bald mal eine neue Brille kaufen. Denn die Brille ist schon 13 Jahre alt. Und hat schon haufenweise Kratzer. Und die ist ein bisschen dreckig, aber die wird auch sehr schnell dreckig auf der Arbeit. Das ist natürlich auch nicht so schön. Aber was soll ich machen? Na, Brille, Alter. So. Brille, hä? Ungebohrt bestimmt. So, jetzt kam noch die Anfrage. Also, sag immer erstmal, die. Ich glaube, 2-3 Leute haben mindestens gefragt gehabt, wann kommt ein neues Infovideo? Wann ein neues Infovideo kommt, liegt erstmal daran, wann ich Bock dazu habe. Ich habe nicht immer Bock, ein Infovideo zu machen, vor allem weil mein Kanal eigentlich ausschließlich mehr um Let's Plays handelt. Und weil ich ja auch mittlerweile auch mein Zweitkanal, der seit einer Woche oder so neu ist, auch betreibe und da schon ein paar Mal live gestreamt habe. Und ja, wenn ich so nachschaue, ich schaue mal gerade nach. So, 6 Leute bis jetzt abonniert. Schau ich zum Beispiel einfach mal nach. Bei Livestreams, Kanaltrailer, 11 Leute geschaut, 5 Leute mag es. Dann schauen wir mal bei den ersten Livestream, wo ein Teststream war, 25 Minuten, 3 Daumen nach oben, schmeckt, könnte man sagen, wie ein No Aim oder ein Umgespielt sagen würde. Dann ein 1 Stunden Livestream, 2 Daumen nach oben, jo, schmeckt auch. Dann 2 Stunden Livestream, auch 2 Daumen nach oben. Wäre natürlich in dem Fall sogar 3 Daumen nach oben gut, aber hey. 2 Daumen sind auch gut. Definitiv. Sind zwar nur 2 Aufrufe, komisch. Ich habe in dem Fall vor 3 Tagen live gestreamt. Und auf meinem Kanal ist es auch üblich, dass jeden Freitag und Sonntag live. Das heißt, morgen den Freitag, kommt wieder ein Livestream. Vielleicht wird er nicht mal länger gehen als 2 Stunden. Die letzten 2 waren zum Beispiel mehr so, sagen wir mal, mehr spontan Livestreams gewesen. Ich mache spontan Livestreams, also einfach mal spontan. Das ist bis jetzt Far Cry 3. Stream ist da. Wer Bock hat auf Far Cry 3, der kann gerne dann reinschauen. Morgen den Freitag, wie viel Uhr ich da Livestream werde. Ist keine feste Uhrzeit, auf jeden Fall ist es Abend. Daher würde ich mal sagen, zwischen 20 und 22 Uhr, das heißt, ich fange vielleicht um 20 oder 21 oder 22 Uhr an. Wer in der Zeit gut Zeit hat, kann gerne mal reinschauen, vielleicht tue ich mir sogar noch bis dahin neues Overlay
vielleicht ein neues Overlay noch erstellen dafür, oder ich erstelle es erst für den Sonntag. Denn Sonntag ist auch eigentlich auch geplant. Erstmal gucken, ob ich sowas geplantes zum Beispiel auch einhalten kann bei dem Zweitkanal. Habe ich jetzt letzte Woche nicht so gemacht, weil da war mehr, sagen wir mal, etwas gewesen. Es war so die Zeit gewesen, letzte Woche, wo ich mit dem Zweitkanal erst geöffnet habe und mir dann gedacht habe, hey, okay, komm. Nicht unbedingt direkt dieses Wochenende, das nächste. Und da habe ich irgendwie auch Bock drauf. Morgen den Freitag und am Sonntag kommt ein Livestream. Also Freitag wird immer abends ein Livestream dann geben und Sonntag könnte gut möglich sein, dass es auch mal nachmittags ein Livestream schon kommt. Vielleicht sogar vormittags, kommt drauf an, ob ich jetzt gerade irgendwie Haushalt mache oder sowas. Aber ansonsten würde sonst Sonntag ein Livestream kommen. Vielleicht auch nur eine Stunde Livestream. Mal gucken, wie ich es schon schaffe. Das sind auf jeden Fall am Sonntag dann eher spontane Uhrzeiten. Vielleicht morgens, vielleicht vormittags, vielleicht mittags, vielleicht nachmittags oder abends. Momentan ist es für Sonntag ganz schön spontan. Und ich merke, das Video geht schon 16 Minuten lang, wo sich wahrscheinlich da nicht mehr so krass jeder anschauen tut. Daher würde ich mal sagen, die letzte Frage, die noch offen steht, ist: Wann machst du Stream mit deinem Bruder? Also richtig live. Richtig live. Wann mache ich Stream mit meinem Bruder? Habe ich ja schon mal in meinem Video erwähnt gehabt. Das ist wahrscheinlich diesen November. Also vielleicht diesen November stattfinden wird. Ich habe natürlich gehofft gehabt, dass dieses Wochenende ich mit meinem Bruder vielleicht zusammen The Forest live streamen könnte, aber nein, geht noch nicht. Er hat noch keinen neuen PC. Deshalb müssen wir noch warten. Ich weiß nicht, weil er einen neuen PC hat. Er wird mir Bescheid sagen, wenn er einen neuen PC hat. Vielleicht hat er auch im Dezember erst einen neuen PC. Mal gucken. Das wird noch eine Weile, denke ich mal, dauern. Ich habe natürlich gehofft, dass das diesen Monat vielleicht was wird, aber scheinbar nicht. Daher, ja, müssen wir noch eine Weile warten, bis ich mit ihnen zusammen wieder was machen kann. Und ja, ich bin dann erstmal raus. Bis dann, euer Gummisi 21. Yeah!